Also ich bin Julia, ich studiere an der UZH seit 4 Jahren. Ich studiere Pädagogik und Psychologie im Master. Und an der UZH gefällt mir besonders, dass es so gross ist. Es sind mega viele Studierende, es ist mega multikulturell, es ist vielfältig, Diversity ist ein grosses Wort. Und es hat mega viele Standorte, wo man immer wieder einen Tapetenwechsel hat. Und das gefällt mir besonders an der UZH, ja. Ich habe mich für Pädagogik und Psychologie entschieden, weil ich gewusst habe, ich möchte Kantilehrerin werden. Und dann war nur so die Frage, was für Fächer mache ich. Und ich war in der Schule eigentlich immer schon mega gut. Pädagogik und Psychologie war mein Schwerpunktfach. Und dann war für mich recht schnell klar, dass ich das auch studieren möchte. Und dann nach dem Studieninformationstag habe ich gefunden, okay, das passt wirklich perfekt. Und ja, das ist der Grund, warum ich das angefangen habe zu studieren. Als ich angefangen habe zu studieren, hat mich überrascht, dass ich wirklich komplett selber entscheiden konnte, was für ein Modul ich mache. Weil von der Schule ist man sich immer so gewohnt, man hat einen Stundenplan vorgegeben, man hat so einen Weg, wo man gehen muss oder darf. Und an der Uni kannst du wirklich so aus einer riesen Auswahl von Modulen auswählen, was interessiert dich jetzt speziell, wo möchtest du dich fokussieren. Und das hat mich überrascht, positiv überrascht. Was mich auch noch überrascht hat, war, dass es nicht so ein voller Stundenplan ist. Also man kann sich das komplett selber einteilen. Man kann 3 Tage Vollzeit machen, vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Und dann ist man quasi durch und dann hat man noch 2 Tage Zeit zum Arbeiten oder so. Also ja, man kann sich echt extrem viel sehr gut selber einteilen. Mein Lieblingsort an der Uni Zürich ist der Irchelpark. Es ist mega gross, man kann so viel dort machen, man kann joggen gehen. Der Campus ist mega schön, man kann dort gut lernen, es ist so ein ruhig. Gleich hat es ein paar Leute dort, es hat eine coole Bar. Und es hat, glaube ich, sogar auch Alpakas dort und so Tiere. Also es ist mega cool, es ist sehr vielfältig und ja, es ist toll.